Ich stehe ja bei jedem Projekt vor dem Problem, mit welcher Energiequelle soll ich nun da heizen? Und es ist selbstverständlich, dass wir versuchen, möglichst wirtschaftlich zu heizen, also sparsam, mit möglichst geringer Energie, mit möglichst geringer Investition ins Heizsystem und auch auf die Dauer betrachtet mit möglichst geringen Betriebskosten. Das ist eine Selbstverständlichkeit, da brauche ich kein Ökologist zu sein, um diesem Modell zu folgen. Und diese Frage stellt sich uns. Jetzt ist ja meine Tätigkeit nicht nur beschränkt als Architekt, sondern ich mache auch Ingenieurfachplanungen. Und so haben wir uns schon seit vielen Jahren mit Heiztechnik beschäftigt. Und dabei wurde ich zum Teil eben auch durch Kunden konfrontiert mit der elektrischen Heiztechnik, die ich selber gar nicht favorisiert habe, weil ich das typische Vorurteil hatte, Elektro ist zu teuer. Man redet ja da über dieses Problem 3:1, der Faktor, was an Energie aufgewendet werden muss, bis zu dem, was dann aus der Steckdose kommt und so weiter. Aber wir haben dann in einem Schlossprojekt in Veitshöchheim, wurden wir von der Bayerischen Schlösserverwaltung aufgefordert, hier umzudenken, weil durch die Havariegefahr eines wassergeführten Warmwasserheizsystems wollte man dieses Risiko nicht eingehen und hat gesagt, wir können hier nicht mit wasserführenden oder flüssigkeitsführenden Heizsystemen in die wertvollen Obergeschosse. Und hat mir das auch erklärt, man hat praktisch täglich irgendwelche schrecklichen Ereignisse, weil irgendwo aus diesen Heizungen das Wasser getröppelt ist und dann erst nach viel zu langer Zeit entdeckt wurde der Schaden und dann ist schon die historische Stuckdecke verrottet, weil die Balkenträger eben von oben her vollgesuppt wurden mit diesem Heizungswasser. So, dann haben wir uns mit Elektro angefreundet und haben eben eigentlich gegen unsere Überzeugung haben wir dann versucht, eine möglichst preisgünstige und auch funktionable Elektroheizung da zu installieren. Und seitdem beobachten wir die Abrechnungen und die Verbräuche und sind dann überrascht gewesen, dass wir in diese elektrogeführten, in diesem Heizgeschoss gegen ein warmwassergeführtes, das wir da in einem Objekt verwirklicht haben, in dem unteren Geschoss haben wir nämlich dann doch Warmwasser gemacht. Da haben wir festgestellt, dass bei weitem nicht der Verbrauch da ist, wie erwartet. Und damit haben wir uns dann angefangen, näher zu befassen und haben inzwischen ein Studienprojekt der Uni Kaiserslautern auch gefunden, wo tatsächlich nur 50% der Kilowattstunden in dem elektrobeheizten Geschoss angefallen sind, im Unterschied zu dem mit einer Gas-Warmwasserheizung. Und da habe ich dann angefangen, nach den Gründen zu fragen dafür. Und ist man eigentlich sehr schnell drauf gekommen, wir haben so hohe Abwärmeverluste bei einem Warmwassersystem. Allein die Hitze, die aus dem Kamin entweicht, vom Brenner, diese Überschusshitze, die allein der Heizkessel selber abgibt, da kann er noch so gut gedämmt sein, diese sinnlose Wärme im Heizungsraum, gut, da kann man seine Wäsche trocknen, aber damit hat es dann schon. Also wir haben sehr, sehr viele Wärmeverluste am Ort der Energieerzeugung. Und wir haben natürlich auch gigantische Verluste, je nach Führung, die allein aus der Transportstrecke, bis das am Heizkörper gelandet ist, herrühren. Sodass wir feststellen können, die Kilowattstunde, die wir in die Elektroheizung stecken, kommt 1:1 als Wärme wieder. Und damit ist von vornherein klar, wir haben wesentlich geringere Kilowattstundenverbräuche, also als Maßstab der Energiemenge für die Heizenergie, als bei einem Warmwassersystem. Das heißt im Umkehrschluss, es gelingt uns mit deutlich geringeren Kilowatten eine Wohnung zu erwärmen, als mit einer typischen Warmwasserzentralheizung. Und damit sinken auch dann die Verbrauchskosten. Und zwar weit über das hinaus, was man üblicherweise annimmt. Dazu kommt, dass die Installation einer Elektroheizung gerade im Altbau, wo man Probleme hat, hier nachzurüsten. Das ist eine so einfache Geschichte mit ein bisschen Kabel. Und wenn wir uns dagegen vorstellen, jeder Heizkörper braucht Vorlauf, Rücklauf und ein riesiges Gestänge irgendwo vom Heizkessel her.
Und bei einer Stromheizung habe ich mein Kabel und das ist es dann auch schon. Und das kommt vom Sicherungskasten und der Fall ist erledigt. Unsere Heizungstechnologie im Moment ist nicht natürlich. Also Umluftheizung ist halt ziemlich verschwenderisch. Mit Strahlungsheizung würde das ganz anders sein. Dann erzeugst du ständig so einen Druck, dass die Feuchtigkeit nach außen wandert. Mit der Feuchtigkeit, mit der Umluft wird das nicht so gut getrocknet wie mit Strahlungsheizung. Also in die Raumtemperatur, in einem Raum, wo ein Ofen steht, gemessen kann die Raumtemperatur sehr gering sein, aber du lebst von der Strahlungswärme. Ja, während mit Umluftheizung muss man immer ziemlich hoch drehen, damit es einem warm vorkommt. Und das sind zwei verschiedene Konzepte, aber das hat dann gleich wieder eine Wirkung, weil eben eine Strahlungsheizung trocknet die Wand viel besser als eine Umluftheizung. Das heißt, wir haben deutlich geringere Investitionskosten. Wir haben einen deutlich geringeren Verbrauch als üblicherweise angenommen. Es gibt natürlich hin und wieder noch die Möglichkeit, mit einem Heizstrom einen verbilligten Strom zu bekommen. Das wird natürlich bekämpft durch die immer teurer werdenden Ökoenergiezuschläge. Das heißt, der Strom wird unglaublich belastet durch diese Schundenergie, die diese Ökos damit reinpressen dürfen, ohne dass sie richtig verbraucht werden kann, dann wann sie gebraucht wird. Aber generell, sage ich mal, so wie wir es jetzt aktuell jedenfalls betrachten, ist die Stromheizung eine sehr gute Lösung. Und man hat mit ihr sehr schöne alternative Möglichkeiten, sei es, dass man mit Heizkabel arbeitet, mit Heizflächen, also mit Heizfolien, mit Heizsteinen. Es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, elektrisch diese Wärme nun im Raum anzubieten. Wir können zum Beispiel auch bei der Kirchensituation, oft hat man ja Kirchenräume mit einer empfindlichen Orgel, ein Instrument mit allen Empfindlichkeiten, die ein so komplexes Instrument hat, und mit einer sehr schlechten raumklimatischen Randsituation, wo eben viele Leute viel Feuchte bringen, wo mal kurz aufgeheizt wird und zum Schluss schimmelt die ganze Orgel wegen zu hoher Feuchte, dann kann man sich vorstellen, dass man nur elektrisch ein Gehäuse beheizt. Also braucht man auch nicht den ganzen Raum anpacken. Wie gesagt, mit Elektro haben wir viele, viele Möglichkeiten, die Warmwasser überhaupt nicht bietet. Und sowohl im Neubau wie im Altbau ist es für mich ein Favorit inzwischen. Und ich sage Ihnen auch, ich habe kein Stromwerk.